Sie haben Menschen erwürgt. Die waren nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich kann einen Menschen töten und dann was essen gehen. Kein Problem. In diesem Gefängnis wurde seit 2009 kein Todesurteil mehr vollstreckt. Das ist die brandneue Hinrichtungskammer. Hier verbringt der Verurteilte also seine letzten Minuten. Es ist ein deutliches Zeichen. Der Bundesstaat Indiana will die 11 Männer, die hier im Todestrakt einsitzen, tatsächlich hinrichten. Vor 5 Jahren war ich schon einmal hier. Ich konnte die Gefangenen und ihre Verbrechen nicht vergessen. Das ist wahrscheinlich mein letztes Treffen mit ihnen. Ich habe einen Cop gekillt. Als ich jünger war, war ich stolz drauf, wenn jemand gesagt hat, Richie hat einen Bullen kalt gemacht. Echt cool. So sieht man sich wieder. Sie nennen mich Babyvergewaltiger und Kinderschänder, aber ich habe das Kind nicht missbraucht. Ich habe eine Frau und ihre 4-jährige Tochter getötet und das bereue ich. Seit meinem letzten Besuch hat sich viel verändert. Das Gefängnis ist kaum wiederzuerkennen. In letzter Zeit sind Drogen ein enormes Problem. Es gab Tote, Selbstmorde, Morde. Sowas habe ich hier noch nie erlebt. Wow! Der letzte Neuzugang im Todestrakt ist ein Serienmörder. Sie haben also mehr Menschen getötet, als die Polizei weiß? Oh ja. Sie wissen vielleicht von einem Zehntel, würde ich sagen. Seid vorsichtig. Willkommen im Indiana State Prison. Good morning. Morning. Heute stattet Gefängnisdirektor Ron Neal dem Todestrakt einen seiner regelmäßigen Besucher ab. Good morning, good morning. Die Insassen hier sind vom Rest der Gefangenen getrennt. Today we have 11 men here. Im Moment sind hier 11 Männer. You might remember Trevor. Einige kennen Sie vielleicht vom letzten Mal, Trevor, wie Fred Bear. Ja, mit ihm habe ich gesprochen. Er redet gern und er liebt seine Katze. Und Mr. Ritchie? Ja, Ben Ritchie. Gibt es neue? Mr. Gibson? Aha. In der 108 und Mr. Isom in der 120. Jetzt kommen wir in den Todestrakt? Ja, das sind die Todeszellen. Diese Männer haben eins gemeinsam. Eines Tages wird man ihnen den genauen Zeitpunkt ihres Todes nennen. Doch noch ist es nicht so weit, denn die Pharmaunternehmen, die die Medikamente für die Giftspritzen herstellen, weigern sich, sie zu liefern. Wenn das Gift wieder geliefert wird, wird er als erster damit getötet. Er lebt schon seit über 15 Jahren im Todestrakt, Benjamin Ritchie. Als wir uns das letzte Mal sahen, erzählte er mir von dem Moment, der sein Schicksal besiegelte. Ich habe auf einen Polizisten geschossen und ihn getötet. Wenn die Kugel nur einen Zentimeter weiter unten reingegangen wäre, wird er noch leben. Dann hätte ich eine lange Haftstrafe bekommen, aber ich wäre nicht im Todestrakt. Mr. Ritchie, wie geht's? Gut. So sieht man sich wieder. Ja, lange her. Als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, wusste ich nicht, ob ich Sie noch mal wieder treffe. Ich auch nicht. Es war auch alles andere als sicher. Ich kann jederzeit ein Datum bekommen. Aber Gott sei Dank liefert keine Firma dem Gefängnis die Medikamente, wissen Sie? Wie finden Sie das? Hoffen Sie, dass ich was ändern könnte? Na klar. Ich hoffe, dass ich zu den anderen darf. Den normalen Gefangenen? Ja. Wie ging's Ihnen, seit ich Sie zuletzt gesehen habe? Verdammt, da ist viel passiert. Ich darf wieder Besuch kriegen. Das war 2 Jahre lang nicht so. Warum? Ich hatte Sex im Besuchszimmer. Das ist nicht erlaubt, oder? Aber es hat sich gelohnt. Ganz klar. Es waren die besten 1 Minute 30 meines Lebens. Wirklich? Aber Sie kannten die Konsequenzen. Ja, klar. Aber ich dachte, da wäre ein toter Winkel. Und dann ging's ab. Hat sich gelohnt. Sie war heiß wie ein Victoria's Secret Model.
Letztes Mal haben Sie über Ihre Beziehungen untereinander hier im Todestrakt gesprochen. Immer noch derselbe Scheiß mit dem da. Ich hasse ihn so sehr. Sie meinen Frederick Bear? Ja, Susie. Wir nennen ihn Susie. Warum das denn? Weil er so ein süßes Mädchen ist, wie ein Cupcake, ganz süß und weich. Ich hasse den total, aber ich will nicht, dass der Typ hingerichtet wird. Er soll zu den normalen Gefangenen. Die sollen ihn abstechen und aufmischen für das, was er gemacht hat. Verstehen Sie? Kennen Sie Mr. Gibson von unten? Ja, kenne ich, ein Kumpel von mir. Das ist ein echter Serienkiller. Wie meinen Sie das? Sehen Sie sich den Fall an. Der Alte macht das schon eine ganze Weile. William Clyde Gibson ist der einzige Serienmörder, der in Indiana in der Todeszelle sitzt. Im April 2012 fand die Polizei Christine Whites tot und verstümmelt in Gibsons Garage. Ihm werden noch zwei weitere Morde zugeschrieben. Einer davon ist über 10 Jahre her. Er ist gefährlich. Und wenn er es könnte, würde er es wieder tun. Er hat noch nie öffentlich über seine Verurteilung für die Morde an 3 Frauen und die Verstümmelung ihrer Leichen gesprochen. Das Kamerateam ist heute da, Mr. Gibson. Haben Sie eine Minute? Ja, hab ich. Sogar jede Menge. Als ich vor 5 Jahren mal hier war, haben wir uns noch nicht getroffen. Wie verstehen Sie sich mit den anderen Insassen? Gut. Ein paar von denen könnte ich ohne mit der Wimper zu zucken killen, aber sonst... Ist vielleicht nicht so schlau, das laut zu sagen. Die wissen das. Hab's ihnen schon gesagt. Ist eben so. Ich bin nur ehrlich. Bereuen Sie was, jetzt, da Sie hier sind? Ending up here, as you have? No. Nein. Ich weiß, dass ich ein Stück Scheiße bin. Ich wusste genau, was ich da tue. Ich wusste, was mich erwartet. Ich wünschte nur, dass sie es endlich durchziehen. Seltsam zu hören, dass Menschen auf ihren Tod warten und es sogar noch beschleunigen wollen. Ich bin sicher, dass ich nicht mehr sterben will, wenn es soweit ist. Das ist klar. Wir bleiben ein paar Tage. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal. Okay, kein Thema. Danke. Schönen Tag noch. Heute ist es hier ungewöhnlich ruhig. Bei meinem letzten Besuch wimmelte es im Freizeitbereich von Insassen. Aber heute nicht. Die ganze Einrichtung ist in Alarmbereitschaft. Die Anspannung ist förmlich greifbar. Captain Boyan bringt mich zu Block C, dem größten Zellenblock der Haftanstalt. Fast alle Gefangenen, die hier leben, sind verurteilte Mörder und sitzen lange Haftstrafen ab. Seit Wochen dürfen sie nicht aus ihren Zellen. Es ist Mittagszeit, doch davon ist nichts zu merken. Die Gänge sind menschenleer. Warum herrscht hier Ausnahmezustand? Es gab einige medizinische Notfälle. Wir nehmen an, dass es sich um Überdosen von K2, auch bekannt als Spice, handelte. Synthetisches Marihuana. Wie viele waren es? An einem Wochenende waren es etwa 40. 40 an einem Wochenende? Ja. Wie lange besteht der Ausnahmezustand schon? Ein Monat. Ein Monat? Ja. Sie bleiben den ganzen Tag in ihren Zellen eingeschlossen. Alle 3 Tage bringen wir sie zu den Duschen. Immer in Handschellen.
Hallo, wie heißen Sie? Christopher Payden. Christopher Payden. Wie lange sind Sie schon hier? Seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren? Haben Sie in der Zeit schon mal so einen Ausnahmezustand miterlebt? In der ganzen Zeit, die ich hier bin, waren wir nur einmal länger eingeschlossen. Und das war in den 90ern. Aber sowas wie jetzt gab es noch nie. Haben Sie hier drin erlebt, dass Gefangene Probleme mit Spice hatten? Ja, einer ist dran gestorben. Er ist gestorben. Wann war das? Vor 4 Monaten. Während wir uns weiter umsehen, werden die Wärter zu einem Notfall ganz in der Nähe gerufen. Dieser Mann wird später wieder in seine Zelle zurückgebracht. Niemand erklärt uns den Grund für seinen Krampfanfall. Einziges Gesprächsthema hier ist derzeit der Ausnahmezustand. Dessen Ende ist noch nicht abzusehen. Im Todestrakt ist Frederick Bear der meistgehasste Mann, wegen seiner Verbrechen. Bin ich ein kaltblütiger, sadistischer Mörder? Der einem kleinen Mädchen den Hals aufschlitzt? Einer Fünfjährigen? Nein. Ich liebe Kinder. Ich kann mich noch an den Nachmittag erinnern, an dem er mir über die Morde erzählt hat. Total high war er in die Wohnung einer Mutter und ihrer 4-jährigen Tochter eingebrochen. Ich habe geklopft und die Kleine hat die Tür aufgemacht. Dann kam ihre Mutter. Ich wollte sie vergewaltigen. Ich habe es nicht richtig durchgezogen, aber weil ich schon so weit gegangen war, habe ich sie getötet, damit niemand was mitkriegt. Also habe ich beiden die Kehlen durchgeschnitten. Ich war nie für die Todesstrafe. Ich habe mich immer dagegen ausgesprochen und ich bin auch jetzt noch dagegen. Aber wenn ich darüber nachdenke, was sie getan haben, kann ich verstehen, warum manche Menschen sie für solche Verbrechen als angemessen empfinden. Verstehen Sie das? Spring, open 206. Mr. Bear, was ist mit Ihrem Auge passiert? Es gibt Sachen, Situationen, mit denen rechnet man nicht. Es ist eben passiert. Jeder, der hier sitzt, wurde wegen Mordes verurteilt. Aber Sie werden von den anderen angefeindet für Ihre Tat. Sie haben es beim Reinkommen gehört. Babykiller, Babykiller. Beschimpfungen und Pöbeleien. Sie nennen mich Susie und greifen mich an. Sie bespritzen mich mit Pisse, spucken mich an und mischen mir Drogen, Chemikalien und Sperma ins Essen. Das ist hart. Wenn die mir sowas ins Essen mischen, ist klar, die mögen mich nicht. Der Typ direkt unter mir nennt mich Babyvergewaltiger. Alle denken, das stimmt. Aber ich habe ihnen bei allem, was ich liebe, geschworen, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe eine Mutter und ihr Kind getötet. Wegen der ganzen Situation werde ich wohl den Rest meines Lebens in Einzelhaft bleiben, denn wenn ich da rausgehe, bin ich tot. Wie gehen Sie mit den ständigen Anfeindungen um? Manchmal denke ich, der Tod wäre eine Erlösung. Entschuldigung. Excuse me.
Nach 5 Wochen wird der Ausnahmezustand endlich aufgehoben. Die Gefängnisleitung glaubt, das Drogenproblem im Griff zu haben. Zumindest vorerst. Die Gefangenen, die 24 Stunden am Tag in ihren Zellen eingeschlossen waren, dürfen zum ersten Mal wieder an die frische Luft, wenn auch nur kurz. Excuse me. Ich bin auf dem Weg zu einem Häftling, dem auch die Todesstrafe hätte drohen können. Aber er war noch ein Kind, als er 2 Menschen ermordete. Deswegen verbüßt Ronald Sanford jetzt eine Haftstrafe von 170 Jahren. Ich werde unser erstes Treffen vor 5 Jahren nie vergessen. Ich war nie beim Abschlussball, bin nie Auto gefahren, hab keinen Führerschein, hab nie eine Steuererklärung gemacht, saß nie im Flugzeug, bin nie ins Ausland gereist. Soll ich weitermachen? Ich hab mein Leben in diesem Gefängnis verbracht und mir kommt es so vor, als wäre ich nie frei gewesen. Mr. Stanford. Good afternoon. Ich sehe, Sie haben noch Ihre Bücher. All your books. Naja, ein paar. Lesen ist mein Leben. Damit kann man sich gut ablenken. Um zu lesen und zu schreiben, muss man aktiv werden. Beim Fernsehen liegt man nur rum. So wird man dann. Sie hatten viele Sinnsprüche. Sprichwörter, wie hier. Das hat Nelson Mandela gesagt. Auf Robben Island. Genau, ja. Er war insgesamt 27 Jahre im Gefängnis. Einer Ihrer Helden? Ja. Ich habe ihn als erster interviewt, als er rauskam. Wow. Setzen Sie sich. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Sie gerade 15 Jahre alt waren, als Sie in dieses Gefängnis kamen. 20, 30, 40, immer im Gefängnis. Denken Sie noch über das Verbrechen nach, dessen wegen Sie hier sind. Ich denke jeden Tag dran. Das werde ich nicht los. Ich werde das nie hinter mir lassen und denke dauernd dran. Ich rede nicht drüber, weil... Ich rede einfach nicht drüber. Vor 5 Jahren erzählte er mir, wie es dazu kam, dass er 2 seiner Nachbarinnen umgebracht hat. Ich und ein Freund hatten uns überlegt, wie wir an Geld kommen konnten, um auf den Jahrmarkt zu gehen. Wir fragten die Nachbarn, ob wir einen Rasen mähen sollen, aber sie wollten nicht. Anstatt es beim nächsten Haus zu probieren, überfielen wir sie. 1987 war Ronald Sanford 13 Jahre alt. Laut Polizeiangaben misshandelte, schlug und erstach er auf brutale Weise die 83-jährige Anna Harris und die 87-jährige Julia Belmar. Heute sagte der stellvertretende Staatsanwalt, dass Sanford wegen seines langen Vorstrafenregisters nicht mehr in die Gesellschaft eingegliedert werden könne. Ich verstehe, dass Sie nicht darüber reden möchten, aber was ist an diesem Tag in Ihnen vorgegangen? Ich war allein zu Hause. Meine Mom war mit ihrem Freund weggefahren und hatte mich allein gelassen. Und? Dann ist es passiert. Sie sagen, Ihre Mutter ist mit ihrem Freund weggefahren. Geben Sie ihr die Schuld, weil sie nicht da war? Nein, ich gebe ihr nicht die Schuld. Meine Mom hat ihr Bestes getan, um uns großzuziehen. Sie war Alkoholikerin und hat von der Stütze gelebt. Sie hatte viele Verehrer, aber sie hat es so gut gemacht, wie sie konnte. Ich bin aufs Töten trainiert worden. Sie sind aufs Töten trainiert worden? Ja. Wie? Meine Mutter war sehr gewalttätig.
Wie kommt man vom Verhalten der Mutter zu einem Doppelmord? Zu einem 13-Jährigen, der einen Doppelmord begeht. Wenn man Gewalt erfährt, wird man leicht selbst gewalttätig. Kinder werden zu dem, was sie sehen. Sie ahmen nach, was ihnen vorgelebt wird. Meine Mutter sagte oft, du machst, was ich sage und nicht, was ich tue. Aber man sollte seinem Kind sagen, du machst, was ich sage und was ich tue. Ich finde, man muss aufpassen, dass ein Kind nicht sieht, was es nicht nachmachen soll. Wie geht es Ihrer Mutter? Meine Mutter ist älter geworden, aber zum Glück geht es ihr gut. Sie war über all die Jahre für mich da. Zufälligerweise kommt sie mich morgen besuchen. Ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Sie waren immer sehr offen zu uns. Vielen Dank. Yes, sir. Thank you. Thank you, Trevor. Thank you. Bis bald, wenn ich hier raus bin. War schön, Sie zu sehen. Ja, gleichfalls. Oh, wow.2017 wurden in den USA 23 Männer hingerichtet. Im Indiana State Prison warten 11 auf das Datum für ihre Hinrichtung. Nach 35 Tagen Ausnahmezustand dürfen sie nun zum ersten Mal wieder aus ihren Zellen. 4 Stunden am Tag dürfen sie sich innerhalb des Todestrakts frei bewegen. Während dieser Zeit dürfen sich dort weder Angestellte des Gefängnisses noch Besucher aufhalten. Sie durften aus der Zelle raus? Oh ja, wir dürfen raus und unsere Familien anrufen. Wir haben einen Monat nicht mit ihnen gesprochen. Kommt Mr. Bear auch unter? Oh nein. Warum nicht? Der würde angegriffen und gekillt. So unbeliebt ist er? Ja. Warum? Seinetwegen wurden einigen die Handys weggenommen. Er hat sie verpfiffen. Es geht also um sein Verhalten hier und nicht um sein Verbrechen. Hören Sie, was er getan hat, war schrecklich und ich finde es nicht gut. Es ist fürchterlich, eine Frau und ein Kind zu töten. Aber das ist mir scheißegal. Es geht darum, was er hier drin abzieht. Darum passiert ihm was. Ich habe ihn auch schon mal halbtot geprügelt. Er wurde schon 4 oder 5 Mal aufgemischt. Einmal hat er sich den Arm gebrochen. Warum haben Sie ihn angegriffen? Er hat gesagt, ich hätte was von ihm gestohlen. Sowas mache ich nicht. Wenn jemand sowas über mich sagt, setzt's was. Danke. Passt auf euch auf. Ein Gefangener muss sich keine Sorgen mehr machen, im Todestrakt Ärger zu bekommen. Er ist nicht mehr hier. Paul McManus hat 3 Familienmitglieder getötet. Er war 13 Jahre im Todestrakt. Nach erfolgreicher Berufung wurde sein Strafmaß auf lebenslänglich ohne Bewährung herabgesetzt. Das Gericht war zu dem Schluss gekommen, dass er während seiner ersten Verhandlung nicht zurechnungsfähig gewesen war. Als wir das letzte Mal hier waren, durften Sie nur raus für Ihre... Insulin, ja. Insulinspritze. Bekommen Sie die noch? Nein. Wie kommt das? Ich esse gesünder. Wegen des Essens im Todestrakt brauchten Sie täglich Ihre Insulinspritze. Genau. Du sitzt rum, isst Chips und trinkst Cola und so, weil dir egal ist, wie fett du wirst oder wie du dich fühlst. Wie ging es Ihnen in dem Moment, als Sie erfahren haben, dass Sie aus dem Todestrakt zu den normalen Gefangenen verlegt werden? Ich hatte gemischte Gefühle. Wenn man hingerichtet wird, kriegt man den Termin 30 Tage vorher. Dann darf man sich von seiner Familie und seinen Freunden verabschieden und mit ihnen etwas Zeit verbringen. Hier werde ich einfach irgendwann sterben. Und dann kann ich nichts mehr sagen. Es ist eigenartig, jemanden sagen zu hören, dass er lieber hingerichtet werden möchte, als hier in Unsicherheit und, sagen wir mal, relativer Freiheit zu leben. Wenn ich könnte, würde ich sofort wieder zurück in die Todeszelle.
Wenn Sie sagen würden, du hast noch 30 Tage, wäre das okay. Heißt das, Sie sind nicht froh, hier zu sein? Nein, überhaupt nicht. Das ist für mich eine viel schlimmere Strafe. Das kann sich keiner vorstellen, aber es ist so. Es ist schlimmer, den Rest seines Lebens im Gefängnis zu verbringen. Ich bin schuldig an den Verbrechen, die ich begangen habe. Darunter leide ich jeden Tag. Ich muss damit leben, dass ich 3 Menschen getötet habe. Meinetwegen gibt es sie nicht mehr. Am Morgen des 26. Februar 2001 hatte Paul McManus erfahren, dass seine Frau die Scheidung eingereicht hatte. Am Abend desselben Tages tötete er sie und ihre gemeinsamen Kinder Lindsay und Shelby. Nach den Morden fuhr er zur Brücke und sprang in die Tiefe. Ja, ich sehe ihn. Oh Gott, er ist gesprungen. Er wurde aus dem eiskalten Wasser gezogen und ein Jahr später vor Gericht gestellt. Ich bin 17 Stockwerke in die Tiefe gesprungen, um meinem Leben ein Ende zu machen. Aber ich bin immer noch da. Ich wollte uns alle töten. Wir sollten im Himmel zusammen sein. Sie haben 3 neue Tattoos. Die sind für die 3 Menschen, die ich umgebracht habe. Ich trage sie nicht mit Stolz. Ich habe so viel geweint, dass ich nicht mehr weinen kann. Wenn ich in den Spiegel schaue, beim Rasieren oder Zähneputzen, sehe ich sie. Ich werde nie vergessen, warum ich hier bin. Glaubt man McManus, steht ihm eine Strafe bevor, die schlimmer ist als die Hinrichtung. Er muss jahrzehntelang mit der Erinnerung an sein schreckliches Verbrechen leben. Wann die nötigen Medikamente für die Hinrichtung wieder geliefert werden, ist im Augenblick unklar. Das lässt manche der Todeskandidaten hoffen, dass auch sie mit dem Leben davonkommen. Doch ihre Hoffnung könnte enttäuscht werden. In diesem Gebäude am Rande des Gefängnisgeländes wurde gerade eine neue Hinrichtungskammer eingerichtet. Offenbar wird Indiana die Todesstrafe so schnell nicht abschaffen. Bei meinem letzten Besuch war William Wilson noch der Direktor. Er war schon bei vielen Hinrichtungen dabei. Hier wird also jemand sterben. Ja. Ein Vorteil des neuen Gebäudes sind bessere Zuschauerplätze. Für die Angehörigen des Opfers und die des Täters. Sie sitzen getrennt. Ganz genau. Das Paradoxe ist, es gibt ein neues Gebäude und eine neue Hinrichtungskammer, aber hier ist seit Jahren niemand mehr hingerichtet worden. Das stimmt. In der Gesellschaft herrscht Unsicherheit, was die Todesstrafe angeht. In letzter Zeit wird es immer schwieriger, die Medikamente zu beziehen, die man für eine humane Hinrichtung braucht. Um es klarer auszudrücken, die Hersteller wollen nicht mit etwas in Verbindung stehen, das Menschen tötet. Das ist richtig. Medikamente sind für medizinische Zwecke und das ist nichts Medizinisches. Könnte der elektrische Stuhl wieder eingeführt werden? Absolutely not. Ganz bestimmt nicht. Jeder, der das einmal mit angesehen hat, würde sich klar dagegen aussprechen. Es könnte also bald weitreichende Veränderungen geben. Ich glaube, in Indiana könnte sich tatsächlich bald etwas verändern. Und das gesamte Land könnte bald vor derselben Entscheidung stehen, die wir gerade dabei sind, zu treffen. Abgesehen von den Todeskandidaten wird ein Großteil der Insassen das Gefängnis erst mit weit über 70 Jahren verlassen.
Der älteste Gefangene, den ich beim letzten Mal traf, arbeitet immer noch im Friseursalon des Gefängnisses. Bei unserem letzten Gespräch war Rick Parrish 67. Er arbeitet hier seit 42 Jahren. Das ist neutraler Boden für die Gangs und für die Wärter. Wenn Sie Mitglied einer Gang wären und zum Friseur kommen, würden Sie Ärger mit einem Typen anfangen, der eine Schere in der Hand hat? Bestimmt nicht. Ich denke, nein. Deswegen gibt es hier keinen Ärger. Hallo Rick, wie geht's Ihnen? Schön, Sie zu sehen. Schön, Sie wiederzusehen. Was macht die Arbeit? Naja, wir hatten ein paar Wochen geschlossen und jetzt will sich jeder die Haare schneiden lassen. Ausnahmezustand. Ja, hier herrscht das reinste Chaos. Am Wochenende muss ich unbedingt sauber machen. Das letzte Mal hatten Sie Fotos an der Wand. Haben Sie die noch? Ja, sie hängen jetzt auch da. Ich? Da und da. Die Fotokollage zeigt das Leben von Parrish, seit er ins Gefängnis kam. Er war wegen bewaffneten Raubüberfalls und der Entführung einer Mutter und ihrer zwei Kinder verurteilt worden. Er bekam 3x lebenslänglich. Im Grunde ist das auch eine Art Todesstrafe. Die Fotos haben Sie auf eine große Tafel geklebt. Ja, wenn ich hier je rauskomme, kann ich sie mitnehmen, als Erinnerung. Dahin willst du nie wieder zurück. Letztes Mal sprachen Sie über die Möglichkeit eines Lebens in Freiheit. Das wird nicht passieren. Ich bin fast 73. Ich bin seit 42 Jahren hier drin. Der Zug ist abgefahren. Ich mache mir da nichts vor. Es muss schwer sein zu akzeptieren, dass Sie Ihr Leben im Gefängnis beenden werden. Letzte Woche sind 2 gestorben. Eigentlich 3. Im Zellenblock hatte einer einen Herzinfarkt. Waren Sie schon älter? Ja, so in meinem Alter. Um die 70? Die meisten, die in letzter Zeit gestorben sind, waren jünger als ich. Die Collage wollten Sie eigentlich mitnehmen, wenn Sie hier mal rauskommen. Ja, aber alle sagen, was machst du damit, wenn du nicht rauskommst? Dann sage ich, dann bleibt sie hier und die können sie wegschmeißen. Ist mir egal. Wenn man tot ist, ist man tot. Man kann nichts mitnehmen. War schön, Sie wiederzusehen. Gleichfalls. Nach 5 Jahren. 5 Jahre. Jemand hat mir erzählt, dass Sie 5 Jahre älter sind als ich. Das stimmt wohl. Aber Sie sehen prima aus. Ich schaffe das schon. Zwei Jahre nachdem Rick Parrish verurteilt worden war, ermöglichten Änderungen im Strafgesetzbuch ein geringeres Strafmaß. Danach wäre er heute ein freier Mann. Stattdessen muss er mit dem Wissen leben, dass er sehr wahrscheinlich hier sterben wird. Mein Besuch im Indiana State Prison ist fast vorbei. Der 5-wöchige Ausnahmezustand hat die normalen Abläufe durcheinander gebracht. Alle Familienbesuche waren gestrichen. Jetzt kann Ronald Sanford endlich seine Mutter Pamela sehen. In seiner Kindheit hat sie sich kaum um ihn gekümmert. Aber seit er im Gefängnis ist, besucht sie ihn regelmäßig. Erzählt Ihre Mutter viel über sich, wenn sie zu Besuch kommt?
Wir reden eher über allgemeine Sachen. In den 90ern hat meine Mom ihr Leben komplett umgekrempelt. Sie war Alkoholikerin, aber seit 92 hat sie nichts mehr getrunken. Heute ist sie ein ganz anderer Mensch als in der Zeit, als sie mich großgezogen hat. Jetzt ist sie eine richtige Mutter. Es ist toll zu sehen, wie sie sich entwickelt hat. Ich bin so stolz auf sie. Welche Themen vermeiden Sie, wenn Sie Ihren Sohn besuchen? Den Mord? Und warum es dazu kam? Darüber reden wir nie. Ronald hat uns erzählt, dass er das Gefühl hat, aufs Töten trainiert worden zu sein. Das ist eine ungewöhnliche Aussage. Das habe ich noch nie gehört. Wenn er das so empfindet, dann war es wohl so. Mir war das nicht bewusst. Nicht? Natürlich nicht. In der Mordnacht saß ich mit ihm hinten auf meinem Cadillac und wir sahen dabei zu, wie sie die Leichen rausgetragen haben. Es war ja direkt nebenan. Als ich ihn angesehen habe, war da nichts, was darauf hingewiesen hätte, dass er es gewesen war. Nichts. Ich hatte keine Ahnung, dass die Art, wie ich lebte, ihn zu einem Mörder gemacht hatte. Das wusste ich nicht. Und hätte es auch nie gedacht. Es muss ein ziemlicher Schock gewesen sein, als Sie hörten, dass Ihr Sohn zu 170 Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Ich habe fürchterlich geweint. Es war wie bei einem Platzregen, bei dem man gar nichts mehr sehen kann und rechts ranfahren muss. So sehr habe ich geweint. Es war sehr schlimm. Sie haben wahrscheinlich gedacht, dass Sie ihn nie mehr in Freiheit sehen würden. Das dachte ich. Aber heute glaube ich das nicht mehr. Ich habe so viel gebetet und Gott gebeten, ihn rauszuholen. Er kommt bald nach Hause. Ganz bald. Real soon. Heutzutage würde eine solch lange Strafe wahrscheinlich nicht mehr verhängt werden. Der oberste Gerichtshof der USA hat die Bundesstaaten dazu verpflichtet, zu überdenken, ob sie weiterhin Jugendliche nach Erwachsenenstrafrecht verurteilen. Wieso hast du so lange Haare? Ich will sie nicht mehr schneiden lassen, bis ich hier raus bin. Dann bleibt's bei der Kurzhaarfrisur. Es wird nicht mehr lange dauern. Es könnte sein, dass Gefangene wie Sanford, die noch ein Kind waren, als sie ihr Verbrechen verübten, eines Tages entlassen werden. I love you. An meinem letzten Tag im Gefängnis will ich noch einen seiner berüchtigsten Insassen sprechen. Aber dieses Mal außerhalb seiner Zelle im Todestrakt. 108. William Clyde Gibson ist der einzige Serienmörder hier. Seine Morde an drei Frauen zogen landesweite Aufmerksamkeit auf sich. Gibson wurde im April 2012 verhaftet, nachdem die 75-jährige Christine Whites tot in seiner Garage gefunden worden war. Laut Polizeiangaben strangulierte und missbrauchte er sie sexuell und schnitt ihr danach die Brüste ab. Die Staatsanwaltschaft berichtete, dass er sie in sein Haus lockte, um über den Tod seiner Mutter zu reden. Sie und Whites waren beste Freundinnen gewesen. In Gibsons Garten fand die Polizei die Leiche der vermissten Stephanie Kirk aus Charlestown. Die Rechtsmediziner stellten fest, dass Kirks Rücken gebrochen war. Laut der Kriminalbeamten hatte Gibson auch sie erdrosselt. Darüber hinaus wurde er wegen eines weiteren Jahrzehnte zurückliegenden Mordes angeklagt. Karen Hodellas Leiche wurde 2002 in der Nähe von Clarksville am Ufer des Ohio River angeschwemmt. Die Polizei überprüft noch weitere vermissten Fälle. Es könnte sein, dass Gibson noch mehr Menschen ermordet habe. Ich frage mich, wie wurde aus einem Mann, den seine Nachbarn als freundlich und religiös beschrieben,
ein Serienmörder. Mr. Gibson, vielen Dank, dass Sie mit uns reden. Bitte setzen Sie sich. Sie sind in New Albany aufgewachsen. Wie war Ihre Kindheit? Wie die von allen anderen. Ich hatte eine gute Kindheit. Jeder meint, wenn man so Sachen macht wie ich, Leute verstümmeln und sowas Schreckliches, muss man eine schlimme Kindheit gehabt haben. Oder missbraucht worden sein oder so. Bei mir war es nicht so. Nicht? Nein. Meine Kindheit war ganz normal. Ihr erstes Opfer war Karen Hodella, eine Frau, die Sie nie zuvor gesehen hatten. Warum haben Sie sie getötet? Weil ich Lust darauf hatte. Weiß nicht, brauchte keinen Grund. Dann haben Sie eine Freundin Ihrer Mutter ermordet. Christine Whites. Sie hat mich dabei erwischt, wie ich eine andere auseinandergeschnitten habe und wollte die Polizei rufen. Wie haben Sie es getan? Erwürgt. Ich möchte gern wissen, ob irgendein Teil Ihres Bewusstseins, Ihrer, ich sag mal so, Menschlichkeit, das erschreckend findet. Ich glaube, ich habe keine Menschlichkeit. Humanity. Sie haben keine? Ich glaube nicht. Sie bereuen es kein bisschen, diese Menschen getötet zu haben? Es berührt mich irgendwie nicht. Ich kann jemanden killen und dann zum Essen gehen. Kein Problem. Das einzige Gefühl, das ich überhaupt an der Sache hatte, war der Kick in dem Moment, als ich es getan habe. Es gab Ihnen einen Kick, Menschen zu töten? Es war mehr als das Töten. Sie zu zerteilen hat mir auch einen Kick gegeben. Das Zerteilen hat Ihnen Spaß gemacht? Ja. Nach der ersten war es ganz einfach. Am Anfang war ich nervös, aber nach der ersten... Es waren nicht nur Frauen, es waren auch Männer dabei. Die haben sie nur nicht gefunden. Und ich habe ihnen auch nichts davon erzählt. Sie haben also mehr Menschen getötet, als die Polizei weiß? Oh ja. Sie wissen vielleicht von einem Zehntel, würde ich sagen. Sie haben 29 oder 30 Menschen getötet? Yep. Würden Sie der Polizei jetzt sagen, wo Sie die Leichen vergraben haben? Nein. Irgendwann? Ich will nie wieder vor Gericht. Das mache ich nicht mehr mit. Fühlen Sie sowas wie Reue? Ich habe eine Menge schlimme Dinge gemacht. Ich gehöre genau hier rein. Ich sollte hier lieber nicht mehr rauskommen. Die nonchalante Art, in der Gibson über seine Morde berichtete, und sein verstörendes Kichern haben mich schockiert. Verbrechen wie die von William Clyde Gibson gehören sicherlich zu den Gründen, derentwegen immer noch viele Amerikaner für die Todesstrafe sind. Auch wenn sich die Stimmung im Land möglicherweise langsam ändert. Ich werde jedenfalls die Männer niemals vergessen, die ich im Indiana State Prison kennengelernt habe. Nicht ihre Gesichter, nicht ihre Geschichten und nicht ihre Taten.